Zum Auftreten eines Narbenbruches kann es kommen, nachdem eine Bauchoperation durchgeführt worden ist. Hierbei reißt dann die genähte Bauchwand an einer Stelle oder über die ganze Länge auf und der Bauchinhalt kann sich nach außen vorwölben, was dann gut sichtbar wird für den Patienten als eben Vorwölbung nach außen. Der Grund hierfür können sein Übergewicht. Der Grund kann sein eine Druckerhöhung im Bauchraum, zum Beispiel durch Asthma oder durch einfach eine Infektion, eine Lungeninfektion, die Husten verursacht oder auch nach Entzündungen im Bereich der Wunde. Ja, der Narbenbruch findet ja an einer Stelle statt, an der vorher schon eine Operation oder eine Verletzung der Bauchwand stattgefunden hat. Und die haben unterschiedliche Längen und dadurch kann der Bruch sehr, sehr groß werden. Muss es nicht, aber er kann eben sehr groß werden. Ja, das Ziel unserer immer operativen Behandlung ist ja die dauerhafte Reparation und Verstärkung der Bauchwand, sodass ein erneuter Bruch nicht wieder auftritt. Hierzu verwenden wir eben auch Kunststoffnetze, die an verschiedenen Positionen im Bauchraum eingebracht werden können. Auch hier können wir offen und auch laparoskopisch operieren. Es gibt eine sehr breite Spannweite von Verfahren, die auch immer individuell für den einzelnen Bruch festgelegt und angewendet werden müssen.